Ja, guten Morgen auch von meiner Seite zum heutigen Webinar zu dem Thema Klimatisierung im IT-Bereich. Mein Name ist Ulrich Buttenmüller, ich bin der zuständige Sortimentsleiter für das Thema Datenanschluss und Netzwerktechnik hier im Hause bei Alexander Bürkle. Ich freue mich heute über das Thema. Es ist doch ein spezielles Thema. Wir werden des Häufigen zu dem Thema befragt. Wir stellen fest, dass da doch einiges an Wissensbedarf noch da ist. Und zum heutigen Thema eben haben wir auch einen Referenten gewonnen aus der technischen Hotline. Ja, er schmunzelt schon. Ja, aber es ist doch auch immer eine Geschichte, dass man dann sagt, wer könnte denn sowas auch einmal präsentieren? Und es sind doch am besten die Leute, die dann auch an einer technischen Hotline einmal sitzen, die tief im Thema drinstecken. Und der Herr Wagner wird uns das jetzt eben präsentieren und auch, falls Fragen sind, denke ich, doch das meiste beantworten können. Sollte es eben mal nicht funktionieren oder den Rahmen sprengen heute, dann nehmen wir das Thema auf und lösen das dann im Nachgang sehr, sehr gerne. Ja, wir werden die Kameras dann ausmachen aus Performancegründen und ich würde jetzt auch gar nicht mehr viel noch dazu sagen. Herr Wagner, ich würde dann das Wort an Sie übergeben, wünsche uns einfach viel Informationen und viel, ja, Input zu dem Thema Klimatisierung im IT-Bereich. Vielen Dank, Herr Wagner. Ihr Thema. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Mein Name ist Dolf Wagner. Ich bin jetzt seit etwas über 22 Jahren hier im Hause Rittal tätig und meine Schwerpunkte sind zum einen die Gehäusetechnik und zum anderen der Klimabereich. Klimatisierung, darunter versteht man normalerweise Kühlen und Heizen. Wir werden uns aber heute auf das Thema Kühlung spezialisieren. Das Thema Heizen ist zwar der Jahreszeit bedingt auch ein erwärmendes Thema, aber ich möchte es heute mal aussparen. Ja, die Agenda. Ich möchte zunächst mal ein paar Grundlagen vorstellen. Dann, wie können wir kühlen mit Umgebungsluft, kühlen mit Kompressorkühlgeräten, ganz kurz Möglichkeiten der Flüssigkeitskühlung und die Schranküberwachung und Klimageräte vernetzen. Starten wir mit den Grundlagen. 1964 sah es in der IT etwa so aus. Das heißt, wir hatten große Geräte, die auch viel Wärme produziert hatten, weil es zum Teil noch Röhrengeräte waren. Aber die Entwicklung kennen Sie selbst. Wenn wir ein Handy vergleichen mit so einem Rechenzentrum, wird das Handy wahrscheinlich heute um Längen besser dastehen. Wir haben steigende Leistungsfähigkeit bei sinkender Baugröße und steigende Leistungsdichte. Das heißt, wenn wir uns das mal hier vor Augen führen, angefangen hat alles mal so mit etwa 50 Watt pro Höheneinheit und heute gehen wir in den Bereich von 300, teilweise sogar bis 400 Watt pro Höheneinheit hinein. Das bedeutet, bei einem voll ausgebauten Rack über 42 Höheneinheiten können durchaus mal mehr wie 10 Kilowatt an Verlustleistung zustande kommen. Wenn ich das mit einem der Heizung eines Hauses vergleiche, 10 Kilowatt Wärme, dann bedeutet das, dass ich damit ein ganzes Einfamilienhaus heizen kann. Hier habe ich einen Wärmebedarf im Schnitt von etwa 8 Kilowatt. Warum Klimatisierung? Die Komponenten erzeugen Wärme, die Verlustleistung und zu hohe Temperaturen führen zu reduzierter Lebensdauer bzw. zum Ausfall von Bauteilen. Man sieht das auch sehr schön hier im Diagramm. Wenn man die Bauelementtemperatur betrachtet, bei 35 Grad habe ich etwa eine mittlere Lebensdauererwartung von 10 Jahren. Gehe ich auf 60 Grad hoch, ist nach 2 Jahren das Ende der Lebensdauer schon erreicht. Wo man sehr genau hinschauen muss, ist die Luftführung im Rack. Das heißt, die heutigen Server saugen von vorne die kalte Luft an und blasen die warme Luft nach hinten gezielt weg. Das heißt, wenn ich hier 22 Grad Ansaugtemperatur habe, erwärmt sich die Luft auf ca. 42 Grad und die wird dann nach hinten weggeblasen. Das heißt, die Wärme muss entweder innerhalb des Racks abgesaugt und direkt wieder gekühlt werden oder die warme Luft geht über perforierte Türen in den Raum hinein und muss dann von der Raumklimaanlage oder anderen Komponenten entsprechend in Anführungsstrichen entsorgt werden. Wärme kann ich nur transportieren, Wärme kann ich nicht vernichten.
Wenn wir von oben mal auf einer Serverschrankreihe drauf schauen, also mehrere Schränke, mehrere Racks, die dort angereiht sind, heißt das, alle diese Racks saugen von vorne die frische Luft an und blasen die erwärmte Luft nach hinten weg. Grundlagen, welche Informationen brauche ich, um eine Klimatisierungsmaßnahme einzuleiten? Auf unserer Internetseite gibt es unterhalb von Software Tools einen Menüpunkt, der nennt sich TAM. Mit einem solchen Tool kann ich die Klimatisierungsleistung berechnen und das Programm schlägt mir dann auch entsprechende Klimatisierungsmöglichkeiten vor. Wenn ich mit einem Schrank, ich sag mal, in den Industriebereich hineingehe, was ja immer häufiger der Fall ist, dass ich also auch Datenverteiler im Industriebereich habe, dann benötige ich einmal die Schrankgröße, die Oberfläche, weil über diese Oberfläche Wärme abgestrahlt oder auch Wärme aufgenommen werden kann. Das sieht man hier an diesem Fall QS. Wenn die Temperatur im Innern des Schrankes höher ist wie die Umgebungstemperatur, wird Wärme über die Oberfläche abgestrahlt. Muss ich mit der Temperatur im Schrank unter die Umgebungstemperatur, wird zusätzlich über die Oberfläche Wärme aufgenommen. Das heißt, ich brauche einmal die Oberfläche und ich muss das betrachten mit dem K-Wert oder U-Wert, wie er heute auch genannt wird. Das ist der Wärmedurchgangskoeffizient. Bedeutet, wie stark isoliert eine Wand, eine Mauer? Und bei reinem Stahlblech haben wir hier einen Wert von 5,5 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Das heißt, pro Quadratmeter Oberfläche und pro Grad Temperaturdifferenz können 5,5 Watt übertragen werden. Hört sich erstmal nicht viel an, kann aber bedeuten, dass wenn ich mehrere angereihte Racks habe, die irgendwo vielleicht in der Industriehalle stehen, wo es sehr warm werden kann, dann kann diese Wärmeübertragung auch bis in den Bereich von 1-2 Kilowatt hineingehen. Wichtigster Faktor ist die Verlustleistung, sprich wie viel Wärme wird im Rack erzeugt. Das heißt, ich muss schauen bei meinen Servern switchen, wie viel Verlustleistung haben diese. Oder Sie können eins machen, Sie messen die Stromaufnahme von dem Rack, weil es wird ja im Rack selbst keine mechanische Arbeit verrichtet. Die gesamte elektrische Energie wird in Wärme umgesetzt. TU, die Umgebungstemperatur, und hier ist der Worst-Case-Fall anzunehmen. Das heißt, welche Temperatur habe ich am wärmsten Tag im Jahr dort, wo der Schrank steht? Es geht hier nicht um Durchschnittstemperaturen, sondern ich muss hier wirklich den Worst-Case-Fall annehmen, weil an diesem einen Tag ist dann meine Klimatisierung zu 100% ausgenutzt, an allen anderen Tagen ist sie überdimensioniert. Frage ist, kann ich mir einen Ausfall der Komponenten im Rack erlauben? TI, die Innentemperatur, das heißt, mit welcher Temperatur sollen die Server zum Beispiel ansaugen? Bedeutet, je tiefer ich diesen Wert ansetze, desto größer wird meine Klimakomponente gerechnet werden und desto höher ist auch die Gefahr der Kondensatbildung. Oberfläche A, Wärmedurchgangskoeffizient hatte ich bereits genannt, und die IP-Schutzart. IP-Schutzart bedeutet, wie dicht ist mein Schrank? Schutzart des Gehäuses gegen zufällige Berührung unter Spannung stehender oder sich bewegender Teile. Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, Schutz gegen das Eindringen von Wasser. IP steht für International Protection und dem folgen zwei Ziffern, zum einen der Berührschutz und zum zweiten der Wasserschutz. Berührschutz, IP0 kein Schutz, IP1 geschützt gegen feste Objekte bis 50 mm, zum Beispiel zufällige Handberührung. Und je höher diese Ziffer, desto besser schützt der Schrank. Das heißt, er muss dicht sein. IP5 staubgeschützt, IP6 staubdicht. Bei der Prüfung von IP6 wird im Schrank während der Prüfung zusätzlich ein Unterdruck von 20 Millibar erzeugt und dann wird nachgeschaut, ist Staub eingedrungen oder nicht. Gleiches gilt für den Wasserschutz. 0 kein Schutz, IP1 geschützt gegen Tropfwasser und so weiter bis hoch zu IP6. Geschützt gegen starkes Strahlwasser. Das geht hier bei der IP-Beschreibung noch weiter. Ich habe hier auch noch die Ziffer 7 und 8, bedeutet vollständig im Wasser untergetaucht. Und dann gibt es noch eine Schutzart, die nennt sich IP69. Und IP69 beschreibt geschützt
gegen Hochdruckreinigung. IP9 ist keine Fortsetzung von IP8, sondern ist dann im Bereich etwa von IP6 einzusiedeln. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Auto. Ein Auto kann ich mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, aber Auto unter Wasser betreiben, eher nein. Kühlen mit Umgebungsluft. Hier können wir reden einmal über die passive Klimatisierung. Passiv bedeutet, ich habe keine Komponenten im Einsatz, die selbst Energie benötigen. Das ist nur möglich, wenn die Innentemperatur über der Umgebungstemperatur liegen darf. Das heißt bei Netzwerksträngen mit geringer Verlustleistung, wenn keine Anforderung an die Schutzart besteht, dass ich also hier Öffnungen schaffen kann. Die Wärmeabgabe erfolgt durch Wärmeabstrahlung über die Gehäuseoberfläche. Das kann man relativ einfach berechnen. Und die Erwärmung der durch das Gehäuse strömende Umgebungsluft. Und das lässt sich nur ganz, ganz schwierig berechnen mit speziellen Computerprogrammen. Das heißt, dann muss das Schrankinnenleben 1:1 abgebildet werden, um theoretisch nachzurechnen, welcher Luftstrom bildet sich im Gehäuse aus. Schaltschrank mit Öffnungen. Wichtig ist hier die Luftführung für Zu- und Abluft. Das heißt, ich muss eine Art Kamineffekt im Schrank erzeugen. Wie das letztendlich geschieht, ist zweitrangig. Das kann über belüftete Türen sein. Das kann sein, dass ich unten einen belüfteten Sockel unterm Schrank habe und dann die Bodenbleche herausnehme. Das kann einfach auch dadurch erfolgen, dass ich das Dach einfach nur aufständer oder so ein besonderes Design des Dachblech nehme. Oder wie hier in dem Fall, dass ich seitliche Öffnungen, in die ich vielleicht auch noch einen Lüfter einbauen kann und oben habe, auch oben im Dachbereich, so dass ich hier wieder eine Luftströmung ausbilden kann. Schaltschrank mit Öffnungen, Umgebungstemperatur kleiner der Innentemperatur. Bei einer Gehäusegröße von 800 x 2000 x 800 und einem Temperaturunterschied von 5 Grad zwischen TU und TI können ca. 150 Watt über die Oberfläche abgeführt werden. Einsatz von diesen Klimatisierungsmaßnahmen sind Netzwerkschränke mit passiven Komponenten, eventuell vereinzelte Switche oder ganz kleine Energieverbraucher. Lüfterdimensionierung kann ich berechnen über diese Formel. Der Volumenstrom eines oder einiger Lüfter, wenn ich mehrere kleine Lüfter einsetzen möchte, lässt sich das durch folgende Formel berechnen. Ein Faktor F, der ist abhängig von der Lage über Meereshöhe. Das heißt, bei einer Höhe von 250 bis ca. 500 Meter habe ich hier einen Wert von 3,3. Multipliziert mit der installierten Verlustleistung in Watt, geteilt durch das Delta T, also Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außentemperatur. Leistungen bei 5 Grad Unterschied zwischen Umgebungs- und Innentemperatur lassen sich ca. 1200 Watt mit Lüftern aus Serverschränken abführen. Wir haben einen solchen Office-Dachlüfter im Programm. Der hat eine freiblasende Luftleistung, das heißt im Labor gemessen von 1500 Kubikmeter. Real sind das etwa 900 Kubikmeter, die der schafft. Er hat eine Schutzart von IP20, bietet also Zugriffsschutz, aber keinen Wasserschutz. Aber was diesen Lüfter besonders auszeichnet, ist der Geräuschpegel von etwa nur 40 dBA. Das heißt, den kann ich auch im Bürobereich einsetzen, ohne dass mir das Trommelfell wegfliegt. Ich habe diesen Lüfter persönlich in Aktion erlebt. Ich habe es gemerkt, wo ich die Tür geöffnet habe, dass ein Unterdruck im Schrank war. Ich habe den Lüfter laufen sehen, aber wenn Sie auf einer Messe so einen Lüfter sehen, den werden Sie nicht hören. Da ist das Umfeld, die Geräuschemission der Umfeld stärker wie der eigentliche Lüfter. Während kleinere Lüfter, die sehr hoch drehen, im Bereich von etwa 60 bis 65 dBA liegen. Und wenn so ein Lüfter dann neben dem Arbeitsplatz ist, macht das Ganze keinen Spaß mehr. Lüfterbleche in unterschiedlichen Ausführungen. Hier haben wir diese kleinen Lüfter mit 110 bis 180 Kubikmeter je Lüfter. Gehäusespezifische Ausführung. Die sind dann auch mit Thermostaten schon ausgerüstet. Können nachgerüstet werden mit weiteren Lüftereinheiten. Das heißt, im Regelfall sind solche Lüfterbleche mit zwei Lüftern bestückt und es können weitere vier Lüfter dann zum Beispiel nachgerüstet werden. Hier muss ich nur aufpassen, wenn ich Schwenkrahmen, Leuchten oder verschiedene andere Teile im Dachbereich einsetze, dass es dort nicht zu mechanischen Kollisionen der Komponenten kommt. Kühlen mit Umgebungsluft, Bilderlüfter.
Das sind Elemente, die hauptsächlich im industriellen Umfeld eingesetzt werden. Einsatz auch hier. Umgebungstemperatur ist kälter wie die Innentemperatur. Luftleistung 20 bis 900 Kubikmeter. Schutzart IP54. Also schon eine hohe Schutzart, so wie wir es im industriellen Umfeld brauchen. Diese Lüfter saugen dann über eine Filtermatte die kalte Luft von außen an. Und ich brauche auch hier wieder eine zweite Öffnung, über die die warme Luft dann abströmen kann. Wichtig hierbei ist, die Filtermatte ist in regelmäßigen Abständen zu warten. Ich liebe diesen Satz, regelmäßige Abstände, weil das eigentlich gar nichts aussagt. Ich muss mir hier wirklich die Filtermatte anschauen, unter welchen Umgebungsbedingungen wird sie betrieben, wie sieht sie nach einem Tag, einer Woche, einem Monat aus. Wenn ich so einen Filterlüfter im Büroumgebung betreibe, ist es wahrscheinlich ausreichend, die zweimal im Jahr zu tauschen. Wenn ich in einer Schreinerei zum Beispiel bin, denke ich mal, wird es mit einer Woche schon knapp werden, je nachdem, wie gut dort die Absauganlage für das Holzmehl ist. Kühlen mit Kompressorkühlgeräten. Ich habe hier mal kurz die Funktionsweise eines Kühlgerätes mitgebracht. Und ich denke mal, Sie haben heute alle schon Kontakt mit einem Kühlkreislauf gehabt. Weil dieser Kühlkreislauf entspricht dem eines Kühlschranks und alles das, was beim Kühlschrank selbstverständlich ist, zum Beispiel Tür geschlossen halten, ist beim Einsatz eines Kühlgerätes häufig etwas völlig Fremdes. So, starten wir mal hier beim Kompressor, um den Kühlkreislauf zu betrachten. Wir haben hier einen Innenkreislauf. Das ist der Teil, der im Rack existiert. Und ich habe einen Außenkreislauf. Und diese beiden Kreisläufe sind lufttechnisch auf IP54 voneinander getrennt. Das heißt, der Kompressor saugt das Gas hier aus dem Verdampfer an, komprimiert es, bringt also Energie ein. Dieses Gas wird warm, etwa im Bereich 65, 70 Grad, wird dann hier im Außenkreislauf mit einem Ventilator gekühlt. Kühlen heißt, dem Kältemittel wird Wärme entzogen. Und es findet hier ein Wechsel im Aggregatzustand statt. Bedeutet, aus dem Gas, dem ich jetzt die Wärme entziehe, wird eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit wird jetzt weiter transportiert zum Expansionsventil. Expansionsventil heißt, ich reduziere den Druck und dadurch sinkt die Temperatur der Flüssigkeit weiter ab. Diese Flüssigkeit kommt dann hier zum Verdampfer. Das heißt, mit Hilfe der Wärme, die im Rack erzeugt wird, verkoche ich quasi dieses Kältemittel. Ich übergebe also die Wärme an das Kühlmedium und dieses Kühlmedium verändert jetzt wieder seinen Aggregatzustand. Aus Flüssigkeit wird wieder ein Gas und dann beginnt dieser Vorgang erneut. Das heißt, das ist immerwährender Kreislauf. Angaben bei Kühlgeräten. Wenn wir Angaben machen, Leistungsangaben, müssen wir das immer auf bestimmte Temperaturen beziehen. Das heißt, hier in diesem Fall bei 35 Grad Umgebungstemperatur und 35 Grad im Rack hat das Kühlgerät eine Kälteleistung von 1000 Watt. Ändere ich jetzt die Temperaturen und ich sage, ich habe 40 Grad Umgebung und ich möchte auf 25 Grad herunterkühlen, dann hat das gleiche Gerät nur noch eine Kälteleistung von 750 Watt. Gleiches gilt natürlich nach oben. Wenn ich sage, ich habe eine Umgebungstemperatur von 25 Grad und kann im Rack theoretisch 50 Grad zulassen, hätte ich eine Kühlleistung von etwa 1300 Watt. Die Angaben bei den Kühlgeräten, die technischen Angaben, sind teilweise verwirrend. Nur ich brauche feste Bezugspunkte, unter denen ich sagen kann, das Kühlgerät hat eine Leistung von. Im rechten Bereich sehen wir einmal die Leistungsangaben bei 50 Hertz, 1,6 kW, bei 60 Hertz, die Motoren laufen schneller, 1,76. Und hier auch wieder die Kühlleistung bei 35 Grad Umgebungstemperatur und 35 Grad im Gehäuse, also im Rack, habe ich 1,6 kW. Bei 35 Grad im Rack und 50 Grad in der Umgebung sinkt meine Kühlleistung auf 1,25 kW ab. Einsatz von Kühlgeräten, wenn die Innentemperatur gleich der Umgebungstemperatur oder die Innentemperatur kleiner als die Umgebungstemperatur ist.
Wir haben Geräte mit Leistungen zwischen 300 und 6000 Watt, also 6 kW. Der Schrank muss hierzu geschlossen sein. Ich nutze wieder den Vergleich zum Kühlschrank. Wenn ich den die ganze Nacht mit leicht geöffneter Tür betreibe, habe ich am nächsten Morgen, ist er wahrscheinlich vereist und ich habe Kondenswasser auf den Glasplatten stehen. Dann weiß ich, aha, ich habe die Tür nicht zugemacht, mein Fehler. Wenn Sie jetzt einen Schrank nehmen und den damit vergleichen und sagen, für die Kabeleinführung schneide ich hier unten aus dem Bodenblech einen großen Teil heraus oder ich nehme ein Bodenblech wegen der Kabeleinführung ganz raus, dann habe ich das gleiche Verhalten, als wenn ich einen Kühlschrank mit leicht geöffneter Tür betreibe. Das heißt, beim Einsatz von Kühlgeräten muss der Schrank geschlossen sein. Es sollte wenigstens IP54 aufweisen. Temperaturbereich 20 bis 55 Grad Celsius. Die Schaltschrankinnentemperatur nur so gering wie nötig einstellen, wegen der Gefahr der Kondensatbildung. Wieder das gleiche wie zu Hause beim Kühlschrank. Wenn ich den auf die Stufe 5 stelle, habe ich auch sehr schnell das Kondenswasser auf den Glasplatten stehen. Ich sollte einen Türkontaktschalter oder Türpositionsschalter einsetzen, damit, wenn die Tür geöffnet wird, das Kühlgerät abgeschaltet wird und die Luftführung im Schrank ist zu beachten. Da komme ich gleich noch zu. Und die Frage ist immer, wie kalt muss es im Serverschrank wirklich sein? Das heißt, hier nicht unbedingt die tiefste Temperatur angeben, sondern wirklich die Bandbreite ausnutzen, die der Hersteller des Servers bietet. Wand- und Dachaufbaukühlgeräte, das sind energieeffiziente Geräte, Einsatz bis 55 Grad Umgebungstemperatur, Schutzart im Innenkreislauf IP54, nach außen hin haben wir IP34 und bei den größeren Geräten ab 750 Watt Leistung haben wir eine integrierte elektrische Kondensatverdunstung. Das heißt, das Kondensat wird hier in dieser Wanne gesammelt und wird dann über eine kleine Verdunstereinheit sozusagen verkocht. Wir haben einen beschichteten Verflüssiger, damit das Kühlgerät nicht so schnell verschmutzt. Vereisungsschutzfunktionen. Die Regelung bei diesen Industriekühlgeräten erfolgt auf Basis von Kühlgeräten der angesaugten Warmluft. Angesaugte Warmluft bedeutet, hier im Zentrum wird die Luft angesaugt und wird dann gemessen. Wenn ich jetzt hier eine Temperatur von 25 Grad einstelle, passiert Folgendes. Das Kühlgerät schaltet bei 25 Grad ein, versucht dann bis 20 Grad herunter zu kühlen und ich habe dann hier eine Ausblastemperatur von etwa 14 bis 15 Grad. Das bedeutet, Komponenten, die von dem kalten Luftstrom direkt angeblasen werden und auch im Kühlgerät, kann dort zur Kondensatbildung führen. Wenn Sie ein Industriekühlgerät, das hat jetzt nichts mit Rittal zu tun, das betrifft alle Kühlgeräte, wenn Sie ein Industriekühlgerät haben, was auf dieser Basis regelt, dann sollten Sie die Temperatur nicht unter 30 Grad einstellen, weil dann haben Sie immer noch eine Ausblastemperatur von um die 20 Grad. Und das ist im Regelfall ausreichend, aber die Gefahr der Kondensatbildung ist deutlich geringer. Auf der Rittal Homepage finden Sie viele Informationen zu den jeweiligen Kühlgeräten, zum Beispiel Datenblätter, Kennlinienfelder, die komplette technische Dokumentation, Montageanleitung, allerdings auch weiterführende Informationen als Fachliteratur. Das können Sie sich alles von der Rittal Homepage herunterladen. Ausschlaggebender Faktor bei der Kondensatbildung ist die relative Luftfeuchte, die Sollwerttemperatur und das Luftvolumen im Schrank. Das heißt, wenn der Schrank wirklich dicht ist, wird die Luft einmal getrocknet und danach fällt so gut wie kein Kondensat mehr an. Sollwerttemperatur, je höher ich die stellen kann, desto geringer ist die Gefahr der Kondensatbildung. Das heißt, Reduzierung des Kondensatanfalls, Sollwerteinstellung nicht zu niedrig einstellen und der Schrank sollte mindestens die Schutzart IP54 aufweisen. Also bitte kein Bodenblech entnehmen, um da die Kabel drüber einzuführen, sondern das muss nach unten vernünftig abgedichtet sein. Da haben wir verschiedene Komponenten im Programm, mit der man das vernünftig machen kann. Schrank muss dicht sein, Luftführung im Schrank beachten, Gerät nicht überdimensionieren. Unterdimensionieren ist genauso schlimm oder noch schlimmer, dann kann ich die Temperatur, die ich eingestellt habe, nicht erreichen. Wenn ich aber die Geräte zu stark überdimensioniere, heißt das, das Gerät läuft nur ganz, ganz kurz an und schaltet sofort wieder aus, weil die Temperatur entsprechend erreicht worden ist.
Kühlgeräte der Generation Blue E Plus. Hier habe ich die Möglichkeit, über einen externen Fühler meine Ausblastemperatur auf die hin zu regeln. Das heißt, diese neuen Geräte können sowohl auf Ansaugtemperatur als auch auf Aussaugtemperatur hinregeln. Und das tun sie sehr genau. Bei den normalen Kühlgeräten habe ich eine Hysterese von 5K. Das heißt, wenn ich die 25 Grad einstelle, schwankt das Gerät immer zwischen 25 und 20 Grad. Und diese E-Plus-Geräte, da pendelt sich die Hysterese ein, weil diese Geräte drehzahlgeregelt arbeiten. Das heißt, die Kompressorleistung und auch die Drehzahl der Lüfter wird entsprechend der aktuellen Anforderungen automatisch angepasst. Grundsätzlich ist die Luftführung zu beachten. Das heißt, wenn ich ein Dachaufbaugerät nehme, das große Gerät saugt von vorne und von hinten an, bläst die warme Luft nach oben weg im Außenkreislauf. Die kalte Luft wird vor die Server geblasen. Die im hinteren Bereich entstehende warme Luft wird durch das Kühlgerät angesaugt. Bedeutet aber auch, alle noch offenen Höheneinheiten müssen mit Blindpanelen verschlossen werden und ich brauche eine seitliche Abschottung zur Seitenwand. Das heißt, ich muss diesen vorderen Bereich komplett kapseln, damit es nicht zu einem Luftkurzschluss kommt, damit nicht die kalte Luft sich mit der warmen Luft direkt vermischen kann, sondern das Kühlgerät sollte hier an der Stelle genügend Luftvolumen zur Verfügung stellen, damit die Server vernünftig arbeiten können. Eine Leistung von 3000 Watt. Ich habe eine integrierte Kondensatverdunstung. Beachten Sie hier bitte einen hohen Geräuschpegel. Aber hier haben wir bei diesem Gerät auch eine Regelung nach der Serverzulufttemperatur. Die Montage ist auf 600 und 800 mm breiten Gehäusen möglich und die Gehäusetiefe optimal sollte wenigstens 1,20 Meter betragen. Herr Wagner, Ja. eine kurze Frage zum Bild vorne dran ist aufgetaucht. Ja, genau. Und Ja. zwar zu diesen Blindpaneelen. Sind da spezielle Blindpaneele erforderlich oder kann man da jegliche Blindpaneele, die es am Markt hier gibt, verwenden? Als Drittaler muss ich sagen, Sie müssen Rittal nehmen. Gute Antwort, ja, okay. Der Techniker sagt, es muss abgedichtet sein. Also muss nicht zwingend Rittal genommen werden. Es muss nur weitestgehend dicht sein. Da kann auch mal ein Spalt zwischendrin sein oder das ist ja keine speziellen Blindpaneele. Ganz dicht kriegen Sie es nicht mit den Blindpanels. Es sollte halt kein Zentimeter großer Spalt sein. Wenn da mal ein Millimeter großer Spalt da ist, das geht unter. Alles klar. Dankeschön. Okay. So, ich habe hier eine Heißgas-Bypass-Regelung, um eine konstante Temperatur rauszubekommen. Ich habe keine Einschränkungen in Bezug auf die 19-Zoll-Ebene. Und ich habe 230 Volt Steckverbinder und einen Doppelkompressor, um eben niedrige Anlaufströme gewährleisten zu können. Ein Gerät der neueren Generation, E-Plus-Gerät mit 1700 Watt, Energieeinsparung durch die Drehzahl geregelter Komponenten und eine Heatpipe-Technologie. Und hier habe ich die Möglichkeit, wie ich vorhin schon sagte, Regelung nach der Ausblas, das heißt der Serverzulufttemperatur einstellen zu können, indem ich hier nochmal einen externen Fühler einstelle. Dieses Kühlgerät bläst auch im vorderen Bereich die kalte Luft nach unten und saugt die warme Luft im hinteren Bereich an. Die Umgebungsluft, da saugt es von vorne unten die kalte Luft an und bläst gleichzeitig die warme Luft nach schräg oben weg. Diese Kühlgeräte kann ich auch mit dem Rücken zur Wand betreiben, ohne dass es zu Problemen kommt. Das geht mit den anderen Kühlgeräten auch für den Dachaufbau. Die haben drei Ausblasöffnungen nach beiden Seiten und nach hinten. Und wenn der hintere weitestgehend dicht ist, werden die beiden anderen stärker belastet, was vielleicht zu einer Leistungseinbuße von 1 oder 2% führt. Dann haben wir die Möglichkeit, ein Wandanbaukühlgerät zum Beispiel auf die Rücktür eines Racks zu setzen und dann über einen speziellen Kanal die kalte Luft im unteren Bereich nach vorne zu transportieren, um sie dann vor den Servern hochzublasen. Diese Geräte E-Plus sind auch netzwerkfähig durch ein optionales IoT-Interface. Die Luftführung im Rack, auch hier wieder, ich blase die kalte Luft runter, saugt die warme Luft im hinteren Bereich an.
In einem Serverschrank mit mehreren Servern ist es besser, eine horizontale Klimatisierung anzustreben, damit die Kühlluft gleichmäßig den Servern zur Verfügung steht. Weil hier habe ich das Problem, wenn ich hier zu wenig Luft einblase, bekommen Komponenten, die hier unten sitzen, unter Umständen nicht mehr viel von der kalten Luft ab. Das heißt, besser ist dann eine Einheit zu nehmen, die im hinteren Bereich die warme Luft ansaugt, herunterkühlt und über die Höhe verteilt dann wieder vorne vor die Server davor bläst. Ein weiterer Nachteil von Kühlgeräten kann sein, wenn die Racks in einem sehr kleinen Raum, sprich der Besenkammer, aufgestellt sind. Die Wärme wird ja hier an die direkte Umgebung abgegeben. Das heißt, der Raum wird sich sehr stark erwärmen. Mehr Wärme strömt über die Oberfläche wieder in das Rack ein und irgendwann kollabiert ihnen der Prozess. Hier haben wir sogenannte LCUs, Liquid Cooling Units. Das sind Einheiten, die seitlich im Schrank verbaut werden. Das heißt, ich brauche hier einen 800 mm breiten Schrank, verschiebe meine 19 Zoll Ebene zur Seite hin, dass ich dann auf der anderen Seite Platz für diese LCU-Unit habe. Diese Unit saugt dann über die Höhe verteilt. Ich gucke also wieder von oben auf den Schrank drauf. Im hinteren Bereich die warme Luft an, kühlt sie herunter, bläst dann die abgekühlte Luft wieder vorne vor die 19 Zoll Ebene. Auch hier muss ich hier vorne wieder eine Abschottung machen, dass es also nicht zu Luftkurzschlüssen kommt. Das muss nicht 100% dicht sein. Da können Sie beliebige Blindpanels nehmen, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, halbwegs dicht sind. So, hier habe ich die Möglichkeit, weil ich mich im Schrank bewege, dass ich die Ausführung als Splitgerät habe. Das heißt, die Verdampfereinheit und die Verflüssigereinheit sind getrennt und die Verflüssigereinheit sitzt dann im Außenbereich. Hier mal schematisch dargestellt, die Inneneinheit der Verdampfer und entfernt davon kann ich dann die Verflüssigereinheit setzen. Diese Geräte gibt es in zwei Leistungsklassen und in zwei Ausführungen. Einmal als Splitkühlgerät mit 3 bzw. 6,5 kW Leistung und als redundante Variante. Das heißt, ich habe alle Systeme doppelt ausgeführt und ich lasse dann zum Beispiel über eine Woche oder einen Tag die eine Einheit laufen und schalte dann nach einer Zeit X auf die zweite Einheit um. Beziehungsweise wenn eine Einheit auf Störung geht, wird automatisch auf die zweite Einheit umgeschaltet. LCP Liquid Cooling Package DX. Das heißt, das sind 300 mm breite Schränke, die die Verdampfereinheit aufnehmen und dann auch wieder als Anreißschrank nach einer Seite hin die warme Luft ansaugen, die kalte Luft vor die Schränke blasen. Oder ich kann sie auch zwischen zwei Schränken positionieren. Dann kann ich von einer Einheit nach links und nach rechts meine Racks kühlen. Diese Rackform gibt es dann auch nochmal zur Raumkühlung. Bedeutet, die beiden Server-Racks blasen ihre warme Luft nach hinten weg. Das LCP saugt diese warme Luft von hinten an, kühlt sie herunter und bläst sie wieder als Zuluft vor die Server-Racks. Da muss ich aber dann hier bei den Racks entsprechend mit gelochten Türen arbeiten. Wir haben hier eine kontinuierliche Kühlleistung bis zu 35 kW. Das heißt, mit der Abwärme können Sie bequem ein Mehrfamilienhaus beheizen. Möglichkeiten der Flüssigkeitskühlung. Hier wird mit kaltem Wasser gearbeitet und hier kann ich mit diesen LCPs dann eine Kühlleistung von bis zu 53 kW erzeugen. Ich habe hier auch wieder eine horizontale servergerechte Luftführung, seitliche Montage am Serverschrank. Die Einheit ist 300 mm breit. Ich habe ein aktives Kondensatmanagement und ich habe eine vollständige Überwachung über Netzwerk. Schranküberwachung und Klimageräte vernetzen mit dem Rittal CMC. Das heißt, ich habe hier eine kleine Einheit, das Rittal Computer Multicontrol, die Processing Unit als Zentraleinheit mit bereits 4 integrierten Sensoren zur Temperaturmessung, ein Infrarotzugangssensor und 2 digitale Eingänge. Und ich kann hier bis zu 32 externe CAN-Bus-Module anschließbar. Das heißt, ich kann Feuerlöschanlage, Rauchmelder, Temperatur, Luftfeuchte und dergleichen mehr als Module hier anschließen. Netzwerkfähigkeit der Kühlgeräte über IoT-Interface. Das IoT-Interface ist die Netzwerkanbindung für BlueE+ und BlueE-Kühlgeräte. Es ermöglicht die Vernetzung von BlueE-Geräten und CMC-Sensoren
Das heißt, ich kann hier Temperaturen, Innentemperaturen, Medientemperaturen, Verdampfer, Verflüssigertemperaturen, Laufzeiten, getrennt nach Kompressorlaufzeit und Lüfterlaufzeiten, wann sollen Meldungen kommen, ich kann Einstellungen vornehmen und dergleichen mehr. Rittal unterhält ein eigenes Service-Netzwerk. Das heißt, wir sind international mit 5 globalen Service-Stützpunkten weltweit vertreten. Und wir haben über 150 Service-Partner. Das bedeutet, wenn Sie einen Service-Einsatz brauchen, dann kommt der Kollege nicht hier aus der Nähe von Siegen, sondern der ist irgendwo bei Ihnen im Schwarzwald oder im Breisgau beheimatet und von da aus kommt er dann, um Wartungsreparaturaufgaben durchzuführen. Telefonisch können Sie den Service unter der Durchwahl 1855 erreichen, beziehungsweise per E-Mail service@rittal.de. Damit wäre ich am Ende meines kleinen Vortrags angekommen. Es ist sicherlich noch vieles dazu zu sagen. Sie können mich aber hier bei Rittal gerne noch dazu persönlich auch ansprechen. Herr Wagner, eine Frage ist jetzt noch so ein bisschen im Raum. So ein Stichwort ist noch gekommen. Das ist ein relativ großes Stichwort, ist das Thema Power over Ethernet. Das bedeutet, ja, ich muss kurz erklären, dass wir relativ viele kleine Netzwerke dann aber auch haben oder kleine Stützpunkte, kleinere Schränke, in denen Standard-Switche ausgetauscht werden zu PoE-Switchen. Ja. Stellen Sie da irgendeinen erhöhten Bedarf fest, was raten Sie diesen Kunden? Das sind ja oft bestehende Netzwerke, bestehende Wandschränke, Besenkammer, haben Sie vorhin gesagt. Wenn da jetzt 3, 4, 5 Switche drin sind, die plötzlich PoE bis 30, vielleicht 60 Watt sogar zukünftig leisten müssen, was raten Sie denn da? Oft sind es ja keine geschlossenen Schränke, reicht da eine Luftkühlung? Wichtig ist vor allem, dass der Luftaustausch im Raum dann gewährleistet ist. Also bei den Leistungen unter 100 Watt würde ich sagen, vielleicht Lüftungsschlitze in der Tür einbringen, damit die Luft zirkulieren kann und vielleicht dann auch nochmal einen Lüfter in der Tür dann einbauen, dass ich also wirklich eine Umwälzung zum benachbarten Flur hin habe. Okay, das würde Sie für das erste Step dann mal, sage ich mal, ausreichend. Ich meine, das sind ja keine Serveranlage, die von vorne nach hinten dann pusten, sondern das sind Standard-Switche. Ja, das sind so die Anforderungen oder die Probleme, die man jetzt relativ häufig dann einfach auch haben, ja, das Thema PoE. Also der erste Schritt wäre für mich, wenn ich Probleme bekomme, mal versuchen, die Tür aufzumachen, um zu gucken, wie sich das Gesamtsystem dann verhält, weil das ist am problemlosesten zu machen. Und wenn das ausreichend ist, würde ich sagen, ich mache Lüftungsschlitze in die Tür, wenn ich einen Innenraum habe und setze dann da einen, ja, ich sag mal, einen handelsüblichen Rohreinschublüfter oder sowas ein, der dann aus dem Flurbereich her die Luft ansaugt, in den Raum reindrückt und dann eine zweite Öffnung hat, wo die warme Luft dann wieder abströmen kann. Okay. Ja, also da gibt es einige Anforderungen und wir haben es ja vorhin auch ganz am Anfang gehört. Entscheidend ist ja dann die Lebensdauer dieser relativ, ja, je nachdem teuren Geräte auch, die da drin sind. Ja, aber sowieso, aber die Lebensdauer ist ja dann relativ schnell beeinflusst dadurch, ne? Ja, absolut. Prima. Gut, weitere Fragen habe ich jetzt keine mehr gesehen hier im Chat. Wir sind auch soweit im Zeitplan, Herr Wagner. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für den sehr interessanten Vortrag. Wenn Sie solche Themen haben, kann ich nochmal verweisen, gerne auf unsere Netzwerktechnik-Außendienstler, die sehr, sehr gerne dann die Themen und Projekte mit Ihnen durchsprechen, den Kontakt zu Rittal dann auch nochmal herstellen, sollte es erforderlich sein. Ansonsten können wir solche Dinge dann relativ gut und schnell dann auch lösen. Korrekt. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Bitte beachten Sie unsere weiteren Webinare nochmal, dass wir Sie hier im Hause Alexander Bürkle nochmal begrüßen dürfen. Und ja, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche, viel Spaß mit Rittal-Projekten, guten Projekten und auch mit Alexander Bürkle zusammen. Vielen Dank, Herr Wagner, vielen Dank an die Zuhörer. Wiedersehen. Genau.